Okay, ich habe mich zu sehr auf den Schlüssel versteift. Den müssten wir jetzt noch nicht machen. Vielleicht ist es wirklich, dass wir noch ein Teil brauchen. Wir müssen noch einmal mit Margaret reden. Mit meiner lieben Großmutter. Weil Großmutter weiß immer alles. Mehr habe ich noch nicht gelesen. Ich habe gesehen, ich muss mit der Tante reden. Gut, reden wir nochmal mit der Tante. So, Margaret, erzähl mir doch noch mal was zu dem Jungen. Lady Margaret? Ja, David? Ich habe im anderen Zimmer ein altes Foto von einem Jungen gesehen. Etwas sagt mir, dass sie nicht begeistert wäre, dass ich es in meiner Tasche herumtrage. Das wurde 1894 aufgenommen. Der kleine Johnny, dein Vater. Sie können sich an das genaue Jahr erinnern? Es ist so eine Sache, wenn man in mein Alter kommt. Man kann sich an Dinge erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen. Aber nicht daran, was es zum Frühstück gab. Das mag für andere gelten. Oh. Wer, wenn ich fragen darf, sind die anderen auf dem Bild? Das sind deine Tante Clara und deine selige Urgroßmutter, die letzte wahre Gräfin von Scarndhouse und mein lieber Edward natürlich. Ich habe gesehen, dass Vater eine Narbe im Gesicht hatte. Wie ist das passiert? Vielleicht fiel er aus einem Baum. Ich erinnere mich nicht. Aber dein Vater war ein ungeschicktes Kind. Mhm. Du erinnerst dich nicht. Aber an das Datum, an dem das Foto gemacht wurde, schon. Okay. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Das nennt man selektive Wahrnehmung. Kommen wir hier raus? Nein? Dann vielleicht jetzt durch die Küche? Weil jetzt wissen wir doch, was passiert ist, oder? Wo läufst du denn lang? Ich drücke nach unten und er läuft nach rechts. Ach, diese Steuerung ist ein Traum. Nein, da nicht lang, hier lang. Also, der Schnitt des Hauses ist auch so ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn man halt die davor gewöhnt war. Wo vorher war es halt simpler, aber logischer, finde ich. Vorher wusste man halt genau, wo man hin muss. Und hier ist es so... Nee, nicht. Unübersichtlich. Wo hast denn den Mantel auf einmal her? Endlich ein wenig frische Luft. Wo hast du denn den Mantel her? Nein, ich will das Anwesen nicht betreten. Ach, und hier draußen rennst du auch, weil drinnen darf man nicht rennen, habe ich vergessen. Hat man ja schon in der Schule gelernt, dass man drinnen nicht rennen soll. Ein Auto. Fahr schnell weg, Junge. Was haben wir hier? Oh, nehmen. Foto. Lauf! Lauf, so schnell du kannst! Ernsthaft? Ertränk dich im Fluss. Guck mal, ein Boot. Oh. Und die Fototeile sind nicht inzwischen total ausgewaschen, kaputt und irgendwas. Ich
verstehe, wieso Rory diesen Ort mag. Dieser Anblick beruhigt selbst die aufgewühlteste Seele. Das stimmt, hier ist schön. Wenn auch kalt. Oh. Ein recht stabiles Boot. Wenn man Vertrauen in sein Schwimmvermögen hat. Hm? Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Master David. Sie haben erkannt, dass ich es bin? Am Geräusch der Schritte. Ich kenne den Gang von jedem hier. Oh, wirklich unglaublich. Ja, das ist es wohl, Jungchen, das ist es wohl. Ich höre besser als die meisten. Sehe mehr als die meisten. Okay. Vater hatte auch so einen Werkzeugkasten. Damals, als er noch Dinge im Haus repariert hat. Vaters Krankenhausaufenthalt. Als Sie darüber sprachen, was meinem Vater angetan wurde, was meinten Sie da? Er hätte nicht zurückkommen sollen. Man kann nicht durchmachen, was er als Kind erlebt hat. Ohne krank zu werden. Dann wurde er also zu Recht eingewiesen. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Bevor du überlegst, hier Wurzeln zu schlagen, solltest du bedenken, was das Gift an diesem Ort mit deinem Vater gemacht hat. Verstehst du? Nein, nicht wirklich. Wenn du erlaubst, diese Tür repariert sich nicht von selbst. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Ich verstehe nicht, wie du Dinge reparieren kannst, die du nicht siehst. Ich finde sowieso total bewundernswert, wie blinde Menschen in der Welt zurechtkommen. Woher wissen die, wo die hingehen? Das ist super beeindruckend. Oh. Offenbar ist niemand übrig, der um die Toten trauert oder ihre Gräber versorgt. Ich habe letztens so einen blinden Mann über die Straße gehen sehen und dachte so, woher weiß er, wie weit es zur nächsten Straße ist? Oder welches Geschäft was ist? Oder wenn er in die U-Bahn reingeht? In welche Richtung der richtige Ausgang ist, weil es gibt ja meistens mehrere. Das ist total... Also das... Boah. Das habe ich schon mal gesehen. Auf dem Gemälde. Das ist das Grab, das ich in dem Wachtraum, wenn man es so nennen kann, gesehen habe. Das Grab, in dem mein Vater als Junge etwas vergraben hat. Wer liegt hier begraben? Wenn ich nur... Diese Ranken sind zu dicht. Na gut, dass wir hinten... Was? Das war nur das... Oh, siehst du? Guck mir mal die Kapelle dann noch an. Abgeschlossen. Ah, mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Andrew wird den Schlüssel haben. Aber ich will nicht bis zu seiner Rückkehr warten. Dann gehen wir noch mal zu Rory. Werkzeuge. Hammer, Handsäge, Bolzenschneider. Alles etwas rostig, aber in gutem Zustand.
Fragen. Schlüssel zur Kapelle. Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Kapelle, oder? Hab seit Jahren keinen Fuß da reingesetzt und hab auch nicht vor, das zu tun. Das heißt dann wohl nein. Der Friedhof. Ist das ein Familiengrab? Ei, egal wie mächtig. Am Ende landen alle Gordons dort. Aufmunternder Gedanke. Eine Schande, dass uns die Mittel fehlen, uns ordentlich um die Gräber zu kümmern. Wozu der Aufwand? Sind doch bloß Knochen und Nahrung für die Würmer. Stimmt. Dürfte ich mir Ihren Bolzenschneider leihen? Vielleicht, wenn ich weiß, wozu du ihn brauchst. Das Vorhängeschloss zerschneiden. Ich muss in die Kapelle. Dann solltest du dir einen Schlüssel besorgen, anstatt das Eigentum ihrer Ladyschaft zu zerstören. Vielleicht. Gräber freilegen. Die Gräber. Ich würde sie gern säubern, um ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Ist das wahr? Wieso das denn? Es ist meine Familie. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Na gut, Jungchen. Nimm ihn ruhig selbst, ja? Danke. Wie er mit dem Ding nur in der Hand durch die Gegend rennt, Alter. Passt perfekt zu dem Mantel. So, dann machen wir erst, was wir gesagt haben. Besser. Cecilia Shaw, geborene Gordon. Tante Cecilia. Wollen wir doch mal sehen, ob hier wirklich etwas vergraben ist. Noch ein Teil des Schlossmodells. Blut. Aber wessen? Hauptsache, wir haben diesen epischen Übergang wieder. So, oh Alter. Da fällt einem irgendwann auch nichts mehr zu ein.